Verehrte Brüder und Schwestern im Islam, heute eine kurze Geschichte von den Geschichten, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Sahaba, seinen Gefährten erzählt hat und einige Lehren, die wir daraus schließen. Die Geschichte wurde von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist eine Geschichte von den Bani Israel, die vor uns die Schrift gegeben wurde. Und es geht darum um zwei Männer. Ein Mann kaufte von einem anderen ein Grundstück. Und der Käufer fand später auf seinem Grundstück einen Krug, in dem Gold war. Der Käufer ging zum Verkäufer und sagte zu ihm, nimm dein Gold von mir, denn ich habe von dir das Grundstück gekauft, nicht aber das Gold. Der Verkäufer erwiderte, ich habe dir doch das Grundstück mit allem verkauft, was sich dort befindet. Die beiden gingen dann zu einem Mann und baten ihn, als Schiedsrichter zwischen ihnen zu entscheiden. Dieser fragte die beiden, habt ihr Kinder? Einer von den beiden gab an, dass er einen Sohn habe, und der andere gab an, dass er eine Tochter habe. Der Schiedsrichter sagte dann zu ihnen, gebt dem Sohn die Tochter als Ehefrau und leistet ihnen den Lebensunterhalt aus diesem Fund und spendet davon. Das ist die Geschichte, die in Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und zur Erklärung folgendes. Also ein Mann kaufte von einem anderen ein Grundstück. Ein Haus und Erde. Und als er von diesem einen das Grundstück gekauft hat, hat er angefangen, sein Haus zu renovieren, aufzubauen und wollte bestimmte Sachen erweitern. Und eines Tages, als er mit der Schaufel schaufelte in den Boden grub, stieß er auf einen Krug, auf einen Stein, und er hob ihn hoch, holte ihn heraus aus dem Graben, öffnete ihn und sah, dass er voller Gold war. Ein Krug gefüllt mit Gold. Er hat sich von diesem Anblick, ein Krug voller Gold, nicht blenden lassen und hat sofort daran gedacht, das gehört nicht mir. Ich muss diese Amana zurückgeben. Das gehört dem Verkäufer. Der hat das vergraben und wahrscheinlich vergessen. Also hat er diesen Krug voller Gold zu seinem Besitzer gebracht und ihm gesagt, hier ist deine Amana, hier hast du dein Gold. Umso erstaunlicher ist es, die Antwort zu hören. Dieser Verkäufer sagte zu ihm, ich habe dir alles verkauft. Haus, Grundstück, alles was drin ist, gehört dir. Aber der Käufer war auch nicht damit zufrieden. Du hast mir Grundstück verkauft, nicht das Gold. Und sie fingen an zu diskutieren. Und jeder drückte dem anderen den Krug in die Hand. Gehört dir, nein, gehört dir, nein, gehört dir. Und jeder gab ein Argument. Das ging so weiter, bis sie sich geeinigt haben, dass sie einen Schiedsrichter wählen. Der soll zwischen uns entscheiden. Und wir akzeptieren
seine Entscheidung. Also gingen sie zu einem Gelehrten, einem weisen Mann, der Wissen hat. Und der Erste fing an und erzählte ihm seine Sichtweise. Erzählte ihm seine Geschichte, wie er zu diesem Gold gekommen ist. Und als er fertig war, fing der Zweite an zu sprechen und erzählte ihm seine Argumente, warum das Gold nicht ihm gehört, sondern dem anderen. Und dieser Gelehrte war so erstaunt. Und er wusste, dass das einmalige Menschen sind. Sowas zu treffen, sowas von Gottesfurcht zu erleben. Er wusste, dass diese Menschen etwas Besonderes sind und dass er zwischen ihnen eine Bindung herstellen muss. Er muss diese Menschen vereinen. Und so gab er einen schönen Vorschlag als Lösung und fragte sie: Hast du ein Kind im heiratsfähigen Alter? Hast du einen Sohn? Er sagte: Ja, ich habe einen Sohn. Und der andere sagte: Ich habe eine Tochter. Dann gab er die Lösung: Gib dem Sohn diese Tochter und spendet mit dem Gold für ihr Leben und spendet damit. Gibt ihnen das Geld, damit sie leben können, und spendet noch, was übrig ist, vis-à-vis wieder. Das ist diese Geschichte, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten erzählt. Was lernen wir aus dieser wahren Geschichte? Einige von uns werden sagen: Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Wie soll denn sowas passieren? Gold, auf das man freiwillig verzichtet? Reichtum, Millionär, Milliardär sein, abzugeben, werden verwundert sein. Und das deutet darauf hin, dass unsere Herzen schon verdorben sind. Für die meisten Muslime, die Allah fürchten, ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man Amana zurückgibt, dass man nicht Haram nimmt. Doch für andere Menschen ist das ein großer Verlust. Der ist aber dumm. Wie konnte er sowas machen? So eine goldene Gelegenheit, die kommt doch nicht wieder. Denkst du auch so? Was tust du, Bruder, wenn du einen Geldkoffer findest? Ein Koffer voller Geld. Passiert nicht? Okay. Wenn du ein Portemonnaie findest. Das passiert. Vielleicht ist dir das schon mal passiert. Oder etwas anderes Wertvolles. Ein Handy. Was tust du? Du fährst Auto, Taxi und jemand lässt dein Portemonnaie, sein Handy liegen. Sagst du: Haha, was für eine schöne Gelegenheit. Das ist Rizq, was Allah mir gesendet hat, wie einige törichte Menschen erzählen. Oder gibst du diese Amana zurück? Ein Bruder, mit dem wir Hajj waren, hat, als wir auf dem Weg zum Haram waren, zur heiligen Moschee, hat sein Portemonnaie mit all seinem Geld, was er mitgenommen hat für die Reise, im Taxi liegen lassen. Als er kaum ist er ausgestiegen, schaut er, ist nicht da, läuft zurück, Geld ist weg. All sein Geld, kein Cent mehr für die Reise. Wir haben mit ihm gesucht,
weg! Hat jemand mitgenommen. Wir haben das Taxi durchsucht. Es hat jemand mitgenommen. Und der ist wahrscheinlich auch nur froh. Und derjenige, der das Portemonnaie findet, ist auch froh. Und der das Handy findet, ist auch froh. Doch dieser Miskin weiß nicht, was es für Folgen haben wird. Nicht nur, dass das Geld haram ist und was du daraus isst, ist haram und Feuer in deinem Magen und den Magen deiner Kinder. Du wirst auch Yawm al-Qiyamah darüber gefragt werden. Du bist froh, du kannst das Handy verkaufen und Geld damit gewinnen und du bist glücklich. Wie willst du das nur gut machen? Und zweitens, es wird dir noch mehr passieren. Allah ist gerecht und wundere dich nicht, wenn du Schlimmeres verlierst, Wichtigeres. Und wenn dir Katastrophen passieren, dir und deiner Familie und deinen Kindern und deinen Eltern, dann bist du schuld. Du hast die Sünde gebracht. Du hast den Fluch der Sünde in deine Familie gebracht. Und wunderst dich über den Unfall deines Kindes, über die schlechte Note, über den gebrochenen Fuß, über den Fluch, dass dir nichts gelingt. Wunderst du dich? Das ist die Antwort. Das ist die Quittung, die du zahlen musst mit Zinsen. Deshalb überlege dir gut, ob du die Amana wirklich aufbewahrst und zurückgibst wie dieser Mann. Und das war kein kleiner Betrag. Das sind nicht 10 Euro. Millionen, der hier hat ausgesorgt. Aber er hat nicht zugelassen, dass nur ein Gramm Haram in sein Haus kommt. Das müssen wir daraus lernen. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah befiehlt euch, dass ihr das Anvertraute den rechtmäßigen Besitzern zurückgibt. Das ist Amana. Und es gehört zu den Zeichen der Stunde, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إِذَا ضُيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Wenn das Anvertraute verloren geht, so erwarte die Stunde. Wenn die Menschen nicht mehr auf Amana achten, dann erwarte die Stunde. Yawm al-Qiyamah ist dann sehr nah. Und Wallahi, wir haben diesen Zeitpunkt schon erreicht. Deshalb, wie wirst du dich verhalten? Frag dich. Das ist deine Prüfung. Möge Allah uns diese Prüfung bestehen lassen und uns in Dunya und Akhirah erfolgreich sein lassen. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ein weiterer Punkt, den wir von dieser kurzen Geschichte lernen, ist, dass es immer wieder gottesfürchtige Menschen wie diese gegeben hat. In den Völkern vor uns gab es Leute wie diese, die Allah gefürchtet haben und mit denen Allah zufrieden war. Und die gibt es auch in unserer Umma. Gehöre auch zu ihnen. Gehöre auch zu ihnen durch solche Taten, die gegen den Strom sind,
die nicht so handeln wie alle 99% der Menschen. Diese eine Prozent, die so handeln, wie Allah es liebt, gehöre zu ihnen. Worte sind einfach zu fassen. Du kannst reden und kannst mir was erzählen, wie gottesfürchtig du bist. Doch wenn es an die Taten geht, wenn es darauf ankommt, wenn du geprüft wirst, wenn du dich beweisen musst durch Taten, dann zeig, dass du gottesfürchtig bist. Zeig durch deine Taten. Zeig durch deine Handlung. Damit Allah mit dir zufrieden ist. Wallahi, eine dieser Handlungen kann dazu führen, dass du bei den Engeln als gottesfürchtiger Mensch bekannt wirst. Eine Tat führt dich ins Paradies. Eine Tat wird dich verewigen, wird deine Waage schwer machen, Yawm al-Qiyamah. Eine Tat. Beweise Allah, dass du des Paradieses würdig bist. Beweise Allah, dass du das Paradies wirklich willst. Ein weiterer Punkt, den wir lernen, ist, dass es wichtig ist, einen Schiedsrichter einzusetzen. Es kann immer wieder passieren, auch zwischen guten Brüdern, die Allah fürchten und die beten und fasten und guten Akhlaq haben, dass sie sich streiten. Du hast mir Unrecht getan? Nein, Achi, du hast mir Unrecht getan. Du bist falsch? Nein, Achi, du bist falsch. Und ich habe meine Argumente. Und auch du hast deine Argumente. Was tun wir jetzt? Wir zeigen uns an. Wir gehen zu den deutschen Gerichten. Wir erzählen überall rum, welchen Fehler er gemacht hat. Wir stellen ihn bloß. Wir erzählen seine Geheimnisse, die nichts mit diesem Thema zu tun haben. Verhandeln sich so Muslime. Im Streit erkennst du deine Akhlaq. Im Streit erkennst du deinen wahren Akhlaq. Also lerne, dass du ruhig bleibst und einen Schiedsrichter zulässt, der Allah fürchtet. Dieser Richter, eine der Bedingungen ist, dass er Allah fürchtet. Und dass er neutral ist. Und dass er wissend ist. Er muss Wissen haben. Und er muss weise sein. Genau wie dieser Gelehrte von der Geschichte. Und dann müsst ihr euch versprechen, dass ihr das annehmt, was dieser Richter ausspricht. Und dadurch werden wir viele, viele Streitigkeiten vermeiden. Allah sagt, O ihr, der glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Wenn ihr miteinander streitet, wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. Ein weiterer Punkt ist Genügsamkeit. Wer mit dem zufrieden ist, was Allah ihm gegeben hat, der zählt zu den reichsten Menschen. Das bedeutet nicht, dass du immer unten bleiben sollst, dass du nicht für deine finanzielle Freiheit kämpfen sollst, dass du dich nicht anstrengen sollst, dass du arbeitslos bleiben sollst. Das bedeutet nicht. Es bedeutet, dass du nicht nörgeln sollst, dass du nicht jammern sollst, dass du ein Mann sein wirst. Sei ein Mann und ändere deine Situation. Und schau, wie gut es dir geht.
Schau auf die Kranken. Schau auf die Schwachen. Schau auf die Sünde. Schau auf noch ärmere Menschen als du. Und steh auf und ändere deine Situation, aber hör auf zu weinen. Sei zufrieden mit dem, was Allah dir gegeben hat. Dann wirst du zu den reichsten Menschen gehören in deinem Herzen. Reichtum ist im Herzen, nicht in der Tasche. Reichtum ist im Herzen. Wie reich bist du in deinem Herzen? Was wir noch lernen, ist, dass die Versorgung festgeschrieben ist. Und das müssen wir, daran müssen wir denken. Vor allem, wenn wir eine super Chance verpasst haben. Wenn du einen Deal nicht bekommen hast, wenn du Verluste erlitten hast, musst du wissen, du solltest es nicht bekommen. Hättest du nie bekommen, 1000 Sachen wären dazwischen gekommen, das war nicht für dich. Die Frau war nicht für dich, das Auto war nicht für dich, das Geld war nicht für dich. Du hättest es niemals bekommen. Also hör auf, der Vergangenheit hinterher zu weinen. Das wird nur Sorgen und Kummer in dein Leben bringen. Du wirst sowieso nichts mehr ändern. Ändere dein Leben. Schau auf die nächste Chance. Halt deine Augen offen. Kämpfe dafür. Aber weine nicht der Vergangenheit hinterher. Sie wird nicht zurückkommen. Deshalb sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, würde der Sohn Adams vor seiner Versorgung weglaufen, wie er vor dem Tod wegläuft, dann würde ihn seine Versorgung einholen, so wie ihn der Tod einholen wird. Noch einmal, würde der Sohn Adams vor seiner Versorgung weglaufen, wie er vor dem Tod wegläuft, dann würde ihn seine Versorgung einholen, so wie ihn der Tod einholen wird. Deine Versorgung ist geschrieben. Du wirst keinen Cent mehr bekommen und auch keinen Cent weniger bekommen. Du wirst nur so viele Atemzüge haben in dieser Dunya, wie Allah geschrieben hat. Keinen Atemzug mehr. Deshalb sei zufrieden. Und danke Allah, wenn du auf diejenigen schaust, die nicht so viel haben. Begnüge dich mit Halal. Begnüge dich mit Halal. Und vermeide und halte dich fern von Haram. Vor allem bei der Arbeit. Nimm lieber einen Job an, in dem du weniger verdienst. Aber du weißt ganz sicher, jeder Cent, den ich davon verdiene, ist halal. Und in diesem Job kann ich meine Pflichten erfüllen. Ja, du sollst arbeiten. Und wir haben gesagt, jeder Muslim, der gesund ist, muss arbeiten, wenn er die Möglichkeit hat. Und soll alles annehmen an Halal-Jobs. Und soll sich niemals zu schade sein für etwas. Solange es Halal ist, arbeite. Solange du deine Pflichten erfüllen kannst, arbeite. Sagte nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die obere Hand ist besser als die untere Hand. Und die obere Hand ist die Gebende. Die Gebende. Und die untere Hand ist die Nehmende. Arbeite also, aber achte darauf, dass es halal ist. Und wie tut mir das immer wieder, wenn ich Geschwister sehe. Und das war gestern das letzte Mal. Der an der Kasse gearbeitet hat, arbeitet an der Kasse und subhana qadarullah, dass vor mir ein Deutscher ist, der Bierflaschen und Bierdosen gekauft hat, jede Menge. Ein Zeichen Allahs. Und er hat mich gesehen. Er hat sich nicht einmal geschämt.
So Herz, so ist das Herz schon schwarz geworden, Allahu a'lam. Das Mindeste, Achi, ist, dass du dich vor einem Bruder schämst. Denn du verkaufst gerade Alkohol. Du verkaufst gerade Alkohol und Whisky und Schnaps und Zigaretten und Zeitschriften und Schweinefleisch und viele, viele verbotene Dinge. Verkaufst du. Du unterstützt das. Du bekommst einen Teil dieser Sünde. Das Geld ist nicht 100% halal, Bruder. Du verkaufst zwar auch Brot, aber du verkaufst auch nicht so Dinge, die bei Allah erlaubt sind. Deshalb pass auf. Oder Brüder, die Pizza wegbringen mit Schinken oder anderen Haram-Dingen. Brüder, ich weiß, es ist schwer. Als Studenten weiß ich. Wir sind in einer Studentenstadt. Aber Bruder, lieber putz irgendwelche Räume, obwohl das nicht das Schönste ist, aber das ist halal. Arbeite Dinge, die 100% halal ist und keinen Prozent haram. Ich möchte nicht noch weitere Details nennen. Jeder, der, und das ist mein Ratschlag, jeder, der eine Arbeit anfangen möchte, soll vorher fragen, ob diese Arbeit halal ist. Viele Brüder haben irgendwelche Arbeiten angefangen und wundern sich nach Jahren, dass dieser Halal nicht halal ist. Dass diese Arbeit nicht halal ist. Oder Teile davon nicht halal ist. Wusste ich nicht. Macht es trotzdem nicht halal, dass du es nicht wusstest. Also Bruder, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damit möchte ich diese Khutba beenden, sagte: Ittaqullah wa ajmilu fi talab. Ittaqullah wa ajmilu fi talab. Fürchtet Allah und erwerbt euren Lebensunterhalt nur durch Erlaubtes. Sogar vor allem bei der Arbeit musst du deine Augen aufhalten. Bring niemals Haram nach Hause. Bring niemals Haram in deinen Magen, denn wie es im Hadith heißt, dass alles, was den Magen in den Magen kommt, dass es Feuer sein wird. Und dass das Feuer von Jahannam mehr Anspruch hat auf dieses Fleisch, was in dir gewachsen ist. Pass also auf, was du nach Hause bringst, dass dein Geld halal ist. Und ich habe einen Punkt vergessen, aber der ist auch sehr wichtig und das fehlt uns. Vielleicht habt ihr es gar nicht so mitgekriegt in dieser Geschichte. Habt ihr gemerkt, dass obwohl sie im Streit waren, was für ein Achlak die hatten? Obwohl sie gestritten haben, hat jeder den anderen aussprechen lassen. Das fehlt uns. Wenn wir Brüder sehen, die streiten, der lässt ihn nicht aussprechen und fällt ihm ins Wort. Und vielleicht beschimpft er ihn, das stimmt nicht, du lügst. Der hat nicht mal ein Wort ausgesprochen, er unterbricht ihn. Und dann passiert es manchmal, dass man richtig wütend wird. Aus einer kleinen Situation ist etwas Großes geworden. Die Gemüter erhitzen sich. Es fallen Worte, vielleicht auch Schläge. Diese Männer fürchten Allah. Die wollen die Wahrheit wissen. Und haben einer nach dem anderen gesprochen, der eine hat den anderen aussprechen lassen. Erst als er fertig war, hat der andere gesprochen und hat ihn nicht unterbrochen. Auch wenn es nicht stimmt. Lass ihn sprechen. Du hast doch auch gesprochen. Das müssen wir lernen. Wie oft und wie lange haben wir diesen Akhlaq, der nicht zum Akhlaq der Muslime gehört. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Kuffar, Quraysh, die Allah verleugnen und seinen Propheten und Yawm al-Qiyam, hat sie aussprechen lassen. Und erst dann hat er ihnen die Argumente des Koran genannt.
gehöre auch zu ihnen. Gehöre auch zu den Menschen, die von den Akhlaq des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernen. Möge Allah uns zu ihnen zählen lassen. Möge Allah von uns annehmen. Möge Allah uns zu wahren Muslimen machen. Möge Allah unsere Taten annehmen. Möge Allah uns alle das Paradies geben und uns alle vor dem Höllenfeuer bewahren. Möge Allah uns besseren Akhlaq geben. Möge Allah uns von diesen Lehren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernen lassen. Möge Allah diese Lehren in unser Leben einfließen lassen. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Möge Allah von uns annehmen und ihn heilen. Amen.